1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio Mittwochnacht. Freithemennacht, offene Show. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de und bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. Der erste Anruf heute Nacht ist Daniel und Daniel ist 26 Jahre alt. Hallo Daniel. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, und zwar, ich habe gestern schon angerufen, es geht um das Thema Eitelkeit. Mhm. Und es geht um meine Freundin. Und ich bin mit ihr seit 6 Jahren zusammen. Ist deine Freundin sehr eitel? Ja. Ja. Und halt, ich bin mit ihr seit 6 Jahren zusammen. Ja. Und sie ist 29 Jahre alt. Und was bei ihr sehr heftig ist und also das Ganze ist so, sie hat sich mit 21 Jahren... Mhm. hat sie sich die Brust vergrößern lassen. Mhm. War es dringend nötig? Also von mir aus gesehen, also überhaupt nicht. Und also fand ich überhaupt nicht. Von welcher Größe, auf welche Größe hat sie sich? Sie hatte Größe B, ja. hat sie auf C vergrößern lassen. Mhm. Und sie hat total die Komplexe in ihrem Leben. Mhm. Und sie hat zum Beispiel jetzt auch seit vier, fünf Jahren ist das jetzt, macht sie sich jeden dritten Monat Botox in den Stirn, lässt sich die Lippen aufspritzen und sie ist wirklich so ein Mensch, ich sehe das an ihr, sie hat total die richtig heftige Komplexe ja. und hat, also sie fühlt sich total hässlich, ja. obwohl sie es wirklich nicht ist, sie ist wirklich eine sehr hübsche Frau ja. und ich kann es selber einfach nicht nachvollziehen, aber ich erlebe das, wie sie wirklich täglich ist. In all diesen Jahren, also gab es einmal diese Operation, genau. Diese Brustoperation? Genau, jetzt am 24. diesen Monat hat sie zum Beispiel, sie wiegt 52 Kilo, ist 1,76 groß. Mhm. Und sie hat irgendwelche, sie denkt die ganze Zeit, sie hat an ihrem Bein Reiterhosen. Das ja. sind solche, denkt, dass es ein bisschen, dass sie da Fett dran hat. Oder? Ja, ja, ja. Und das wird sie jetzt sich jetzt wegoperieren lassen. Ach so, wie viele Operationen insgesamt gab es denn schon in den letzten Jahren? Also Operation gab es halt nur die Brustvergrößerung mhm. und jetzt kommt die zweite. Die macht und Botox immer wieder. Immer wieder, also das muss jeden dritten Monat, sonst geht sie nicht aus dem jeden Haus. Dritten. Was kostet denn so eine Botox-Behandlung? Das ist zwischen 350 Euro, 400 Euro. Oh, das geht aber ins Geld. Genau, und Lippenvergrößern gehört auch immer mit dazu, das sind 500 Euro. Und das macht sie jetzt wie viele Jahre schon mit dem? Also seit, auf jeden Fall schon seit 4 bis 5 Jahren. Ich wage es gar nicht zusammenzurechnen, wie viel Kohle da das schon ist, sich angehäuft hat. Da ist viel drauf und das ist ja nicht das, also das ist ja auch nicht das einzige Domian. Sie hat, also bei ihr geht das schon so heftig, sie hat so Komplexe, dass sie sich total hässlich findet. Mhm. Sie kann sich in den Spiegel nicht angucken. Ja. Sie möchte einfach nicht mehr rausgehen und sie wünscht sich manchmal sogar, es gibt Tage, wo sie sich den Tod wünscht. Oh. Weil sie überhaupt nicht mehr, und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, und ich weiß selber nicht, wie ich halt damit umgehen soll, wenn ich sie versuche dann zu trösten ja. und zu sagen, dass es alles nicht stimmt, das will sie alles gar nicht hören. Ja. Lebt ihr eigentlich zusammen? Ja, auch seit 6 Jahren leben wir zusammen. Also in einer Wohnung, ihr habt genau. eine gemeinsame Wohnung. Wo ist sie jetzt im Moment? Sie ist auch hier. Ach, sie ist auch hier? Sie ist mit im Zimmer? Nein, sie ist nicht mit im Zimmer, sie ist in einem anderen Raum. Wäre es denn möglich, dass ich vielleicht ein paar Worte mit ihr sprechen könnte? Ja. Ehrlich, geht das? Ja, also... Dann ruf doch mal rüber, hallo. Ja, mach ich. Wie heißt sie? Anna. Anna? Ja. Anna, vielleicht hört sie uns ja auch im Radio, oder? Ja, sie war gerade vom Fernsehen. Hallo Anna, geh mal rüber in das andere Zimmer. Ich würde sehr gerne mit dir sprechen. Ja, sie kommt jetzt. Das ist ja toll. Das, ja. Ist, das ist ja sehr nett. Moment. Das ist ja super. Hallo Domian. Hallo Anna, das ist ja schön. Das freut mich aber sehr, dass du auch mit mir sprichst. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht, aber er hat mich überredet. Und dass du den Mut auch hast, das ja. ist ja schon, nach dem, was er gerade so erzählt hat, ist das ja schon ganz schön mutig. Aber das ist ja krass, was er mir gerade erzählt hat, was du da machst. Ja. Warum machst du das? Ja, ich fühle mich halt nicht wohl in meiner Haut. Also manchmal, also ich fühle mich eigentlich nie wohl in meiner Haut, aber manchmal kriege ich halt so Phasen, wo das gar nicht geht, da kann ich mich gar nicht angucken. Und das stört mich schon, weil wir schon unser Leben schon gar nicht mehr richtig genießen können. Irgendwie was machen und ich fühle mich halt nicht wohl, ich will dann nicht raus und...
schon extrem. Würdest du sagen, dass du dich eigentlich so, wie du bist, dass du sehr unglücklich mit dir bist? Ja, sehr. So unglücklich, dass du dich am liebsten manchmal ganz verkriechen würdest, ja, zu Hause? Also das Verkriechen, das tue ich schon die ganze Zeit. Also das ist schon so weit. Aber manchmal ist es so extrem, da will ich gar nicht existieren. Das ist schon ziemlich krass. Würdest du so weit gehen, wenn ich jetzt den Begriff der Depression nenne, würdest du sagen, dass es so weit geht bei dir? Ja, das auf jeden Fall. Dass du in sehr finsterer Stimmung oft bist? Mhm, sehr schlimm. Und das schwankt bei mir. Manchmal bin ich so drauf, dann sehe ich mich im Spiegel, dann kriege ich wieder so das Kotzen, so gesehen. Und es gibt noch, ich habe das ja gehört, ich war drüben und habe dich im Fernsehen gehört, was er so erzählt. Und es sind noch mehr Sachen. Ich fühle mich halt an keiner Körperstelle richtig wohl. Das ist, es nervt mich ja selber. Ich denke mir manchmal, das kann doch nicht sein, dass ich so oberflächlich bin, ja, aber... Also die anderen Leute sagen aber alle zu dir, Anna, du bist eigentlich eine attraktive Frau. Ja, das sagen also. Aber das kannst du gar nicht glauben. Nee, das glaube ich nicht. Die sagen das bestimmt aus Höflichkeit, denke ich mir, weil die mich nicht verletzen wollen. Schade, dass ich dich nicht sehen kann. Ich würde dir knallhart die Wahrheit ins Gesicht sagen. Ja. Wenn ich da Falten auf der Stirn sehen würde, würde ich denken, Mädchen, da muss eine neue Portion Botox haben. Ja. Und wenn ich die nicht sehen würde, würde ich sagen, Anna, lass die Finger davon. Was machst du vom Beruf? Wir haben einen Webshop und ich mache noch eine Abendschule. Und also du bist schon so unter Leuten? Ja, das bin ich schon. Und Freunde hast du auch oder habt ihr auch, mit denen ja, ihr euch trefft und so? Ja, die haben wir auch. War das schon immer so, dass du deinen Körper nicht attraktiv fandest? Ja, das war schon immer so. Seitdem ich klein bin, das ist schon immer so gewesen. Ekelst du dich vor dir? Schon, kann man so sagen. Ich fühle mich halt ekel, ja, das kann man auch als Ekel bezeichnen. Ja, könnte man so weit gehen und sagen, ja. Ekel. Kannst du dich erinnern, seit wann du dich vor dir ekelst? Also seit 11 Jahren. Seitdem du 11 bist? Ja, genau, seitdem ich 11 bin. Und das ist also schon, es nervt mich ja selber. Es ist schon, manchmal verstehe ich mich selber nicht, dass ich so bin, aber irgendwie geht das nicht weg. Wenn man sich selbst gar nicht so annimmt, dann kann man sich ja auch schwerlich so richtig gehen lassen und sich geben in einer Beziehung. Kannst du dich bei der Sexualität mit deinem Freund an? Nee, das kann ich nicht. Das ist gerade auch so ein großes Problem. Auch nicht. Er versteht das nicht, dass ich ganz oft mich halt unwohl fühle und dann frage ich mich, er kann mich doch gar nicht attraktiv finden. Und dann halt gibt's auch ab und zu Streitereien. Hast du schon mal einen Orgasmus gehabt? Ja, das hatte ich schon. Das schon. Das, ja, also das ist nicht das Problem, nur halt bei mir, ich will dann halt nichts mit ihm machen, weil ich mich halt selber, ich verstehe nicht, dass er mich irgendwie attraktiv findet und... Du hast gerade gesagt, mit 11, du hast das ziemlich präzise gesagt, seit 11 ekelst du dich vor deinem Körper. War irgendwas Schlimmes, als du 11 warst? Nee, eigentlich gar nicht. Ich hatte schon immer einen größeren Hintern und dann als Elfjährige fand ich das schon ziemlich extrem halt. Ich bin zwar schlank, aber das hat mich immer schon gestört irgendwie und halt, was mein Freund erzählt hat mit den Reiterhosen, dann macht das noch ein bisschen breiter, obwohl ich sehr schlank bin, das weiß ich alles selber, aber... Hattest du so eine schöne, also eine angenehme Kindheit? Waren deine Eltern ja, gut zu dir? Also, ja, mein Vater war nie da, der war, also mein Vater, meine Eltern haben sich getrennt, als ich ein Jahr alt war, also mit meiner Mama war das schon ziemlich super. Also das war, also ich hatte eine schöne Kindheit, kann ich sagen. Anna, ich glaube, wir beide sind uns im Klaren, dass diese Schönheitsoperationen von dem wirklichen Problem ablenken. Wie fühlst du dich denn kurz, nachdem du gespritzt worden bist, zum Beispiel mit diesem Botox? Sehr wohl. Wie lange hält das an? Also 3 Monate, also das verliert dann halt, also dann kann man die Stirn dann wieder kräuseln. Und dann fangen die Fältchen an. Also ich habe jetzt nicht großartig jetzt Fältchen, aber... Ich will nicht, dass es so weit kommt. Ich will dir sagen, ich hab es ja schon öfters hier gesagt, dass ich absolut einverstanden bin mit Schönheitsoperationen, wenn das wirklich ein klarer Fall ist, wenn jemand, weiß ich jetzt, unter seiner zu großen oder extrem kleinen Brust leidet oder einer zu krummen Nase und so weiter. In deinem Fall sagt mir so mein ganzes inneres Gefühl, das ist der falsche Weg. Ich glaube, dass du ein ganz anderes seelisches Problem hast. Wenn man sich so ekelt vor seinem Körper, sogar das Wort Ekel gebraucht vor seinem Körper, stimmt elementar mit der Psyche, mit der Seele etwas nicht. Dieser Ekel ist irgendwann entstanden.
Das können wir natürlich jetzt in diesem kleinen Gespräch nicht rauskriegen, wie und wann der entstanden ist. Mhm. Und interessant wäre es, herauszubekommen, warum er entstanden ist, um ihn vielleicht so sogar aufzulösen. Das Problem ist ja bei mir, ich war ja auch schon beim Psychologen, aber ich traue mich das ja, du bist eigentlich der Erste und mein Freund kennt mich ja, wir sind die ganze Zeit dauernd zusammen und er weiß schon, was ich empfinde, aber ich komme ja nicht mal beim Psychologen so weit, ihm das zu erzählen, weil ich mich selber dafür schäme, dass ich mich so fühle. Ja, dafür muss man sich ja nicht schämen. Außerdem ist das der Job eines Psychologen, sich sowas anzuhören. Und du hast es hier ja gerade nun perfekt flüssig erzählt. Das wäre nun gar kein Problem. Also letztendlich will ich darauf hinaus. Wie gesagt, ich bin kein Bekämpfer von jeglicher Schönheitsoperation, um Gottes Willen, nein. Aber ich glaube, dass du dir damit letztendlich nicht dienst. Du kommst aus diesem Hamsterrad nicht raus. Das ist fast wie eine Droge. Du spritzt einmal, dann hält das eine Weile an und dann geht's wieder los. Dir ist nicht wirklich damit geholfen. Du kannst ja vielleicht irgendwann später durchaus auch nochmal Schönheitsoperationen an dir vornehmen lassen, aber das Grundproblem muss erstmal gelöst werden. Warum ekel ich mich von meinem Körper, den alle anderen Leute offensichtlich als attraktiv empfinden, als normal bis sogar attraktiv empfinden? Ich würde dir ganz, ganz dringend raten und möchte dich wirklich auch dir raten und dir nahelegen, dass du doch nochmal den Schritt wagst, zu einem Psychologen zu gehen. Wirklich, ich glaube, das ist auch, dass du es auch für deinen Freund tust, für eure Beziehung, weil es ist für deinen Freund hundertprozentig belastend, wie Daniel gerade auch sagte schon. Und wenn du dich sogar im Bereich der Sexualität gar nicht mehr richtig gehen lassen kannst und fallen lassen kannst, ist es eine Frage der Zeit, dass die Beziehung kaputt geht. Ja, das weiß ich auch. Das weißt du, ne? Auf jeden Fall. Das heißt, du hast ja nichts zu verlieren. Mensch, ich sage ja immer zu den Leuten, ihr habt doch nichts zu verlieren. Geht doch mal dahin. Es kann ja nicht schlimmer werden dadurch. Nee, du hast recht. Wenn du den Typ oder die Frau, wo du hingehst, blöd findest, okay, dann gehst du wieder weg. Aber die Chance zu nutzen, das finde ich so wichtig. Die Chance vielleicht auch aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Aber wenn ich dann so Angesicht zu Angesicht bin und dann meine Sichtweise über mich erzähle, dann komme ich manchmal selber bescheuert vor. Weißt du, Anna, dieser Mann, diese Frau, wo du da sitzen wirst, der hört den ganzen Tag, seit vielleicht, wenn er schon lange im Beruf ist, überhaupt gar nichts anderes. Das ist dessen Job. Der hat sich mit den verrücktesten und seltsamsten Dingen der Seele zu beschäftigen. Und da muss man sich null schämen. Null, wirklich. Du schämst dich auch nicht vom Frauenarzt, wenn du zum Frauenarzt gehst, wo es um körperliche Dinge geht. Ja, das mag ich auch nicht so gerne. Ja, okay, gut. Ja, gut. Das ist eine Überwindung und dann läuft die Sache auch, wenn man Vertrauen dann entwickelt zu der Person. Ich möchte dir gerne jetzt erstmal noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, die dir vielleicht noch ein bisschen erklären kann, was man machen könnte, welche Form der Therapie und so weiter. Und sie kann dir vielleicht auch noch was zu deiner Angst sagen. Ich würde es dir dringend, dringend raten, wirklich, weil du wirkst so sehr sympathisch und so nett und das ist so traurig, wenn du löst dein Unglücklichsein nicht mit diesen Eingriffen, glaub's mir. Das ist immer nur ein Verschieben, da kommt wieder was Neues und so weiter. Ich weiß, du hast doch vollkommen recht, aber irgendwie... Ja, aber das ist immer der erste Schritt. Man muss ja erstmal so eine gewisse Einsicht haben, um vielleicht sich auch Hilfe suchen zu können. Und dann geht's weiter. Wenn man komplett blockiert ist, kommt man ja gar nicht voran. Okay. Jetzt bitte ich dich, deinen netten Freund Daniel nochmal schön zu grüßen. Okay, mach ich. Und du legst auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Okay, ich bedanke mich. Alles Liebe, alles Gute, Dankeschön. Anna. Tschüss. Dir auch, tschüss. Tschüss. Hinweis schon mal an dieser Stelle für morgen, ihr Lieben. Morgen haben wir wieder Themennacht und morgen heißt unser Thema Unfallopfer. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die selber einen schweren Unfall erlitten haben oder die einen Angehörigen durch einen Unfall verloren haben und sehr gerne auch mit Rettungskräften oder mit Unfallseelsorgern. Das Thema morgen heißt Unfallopfer. Ihr könnt uns morgen ab 0 Uhr wie immer erreichen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet oder ihr mailt ganz einfach rund um die Uhr domian@wdr.de. So, jetzt bin ich gespannt auf die Sabine. Hallo Sabine, 29. Okay, hallo. Okay. Sabine. Ja. Du rufst mich an, warum? Ja, ich hänge noch sehr an meinem Ex-Partner und komme da nicht so recht los. Ja. Ja, vielleicht die Kurzfassung, den habe ich getroffen vor circa 8 Jahren.
Dann sind wir unter recht schwierigen Umständen zusammengekommen. Wir waren beide damals noch anderweitig gebunden. Wie auch immer, wir haben uns zusammengerauft. Und dann hat er mir eigentlich während der Beziehung gesagt, dass er mit mir nicht auf Dauer zusammen sein könnte, weil er eben anders aufgewachsen ist. Also er ist nicht hier aufgewachsen. Und wo ist er aufgewachsen? Im Kosovo. Ja. Und seine Familie vor allem hätte eben bestimmte Vorstellungen, wie seine Frau zu sein hätte, beziehungsweise wir hatten auch während der Beziehung immer wieder Schwierigkeiten, weil ich mich eben anders verhalten habe, als er das von Frauen, sag ich mal, aus seinem Kulturkreis gewöhnt ist. Und ja, wir haben die Schwierigkeiten aber irgendwo für mich, meiner Meinung nach, gemeistert, haben uns da mal wieder zusammengerauft. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass wir das irgendwie zusammenpacken, weil wenn man sich dann immer wieder zusammenrauft und durch bestimmte Schwierigkeiten geht. Mhm. Hast du seine Familie auch mal kennengelernt? Teile seiner Familie, die hier sind, und auch einen seiner Brüder, der hier mal zu Besuch war, und wir haben uns da auch recht gut verstanden. Ja, auch die Eltern? Die Eltern leider nicht. Der Vater lebt nicht mehr, die Mutter ist schon sehr alt. Und aber es ging ihm immer ums Umfeld, auch vor allem seine Landsleute, die hier leben, wo keiner eigentlich mit einer Deutschen zusammen ist. Und ach so, daher weht der Wind. So. Ja, im Prinzip, da er auch ständig unter Druck gesetzt wurde. Was machst du da eigentlich? Und Aber ihr habt euch vor 8 Jahren kennengelernt. Ja. Das heißt, wie lange lief diese Beziehung? Ja, 7 Jahre. 7 Jahre. Mhm. Und die ist dann vor einem Jahr beendet worden. Warum? Genau, das war Frühjahr letzten Jahres. Da kam er vom Heimaturlaub sozusagen wieder, den er einmal jährlich gemacht hat. Mhm. Und dann hat es 2 Wochen gedauert und dann hieß es, hör mal zu, ich bin jetzt verlobt. Und ich bin da aus allen Wolken gefallen und dachte, das kann ja irgendwo nicht wahr sein. Wer bin ich bitte? Bin ich nicht dein Partner? Mhm. Wir leben seit 7 Jahren diese Beziehung, wie schwierig sie auch immer sein mag. Mhm. Und dann verlobt in seiner Heimat? In seiner Heimat verlobt, also während der Zeit, wo er da war, 2 Wochen waren das. Ja. Und dann hieß es halt, die Frau würde halt kommen im Sommer, also in, wie viele Monate waren es noch, 4, 5 Monate. Mhm. Und ich habe dann im Prinzip da meine Arbeit aufgegeben, meine Freunde aufgegeben, bin aus der gemeinsamen Stadt da geflüchtet, weil ich wollte das nicht erleben, dass die Frau da ankommt. Ach so, war das so eine von der Familie arrangierte Partnerschaft, Ehe? Ja, was heißt arrangiert? Also ich habe dann im Nachhinein mitbekommen, dass er das schon angebahnt wurde, also dass er sie schon kennengelernt hatte, aber dieses eigentliche sich verloben und dann heiraten, das ging wirklich in 6 Monaten über die Bühne. Die haben ihm im Prinzip immer, wenn er da war, wieder eine potenzielle Braut vorgestellt und er hat Nein gesagt. Also die wussten auch, dass es mich gibt. Ja. Und aber dann war der Druck für ihn so groß, dass er dann nicht mehr ausweichen konnte und hat sich dann für eine Frau entschieden, die er gar nicht großartig kannte. Ja, nicht wirklich. Also nicht er meinte wirklich, dann auch, und jetzt müssen wir uns halt aneinander gewöhnen und das ist so bei uns und jetzt kann ich nicht mehr zurück. Und so, dann war er verlobt und dann hat er auch geheiratet vor uns. Ja, letzten Sommer haben sie geheiratet und jetzt ist er halt Vater. Er ist Vater schon. Ja. Und er lebt mit seiner Frau hier in Deutschland. Ja. Und du, was empfindest du für ihn noch? Ja, ich liebe ihn noch und wir sehen uns auch noch. Und ach, ihr seht euch sogar noch? Ja, und was heißt das? Seid ihr de facto noch irgendwie zusammen? Ja, irgendwie schon, ja. Ich gehe mir davon aus, dass er seine Frau nicht liebt, oder? Also ich denke schon, er ist auf eine gewisse Weise, Art und Weise verliebt in sie und auf jeden Fall verliebt ist er in den Zustand, den er jetzt hat, nämlich akzeptiert zu sein von seinen Landsleuten, von seiner Familie. Mhm. Aber du passierst im Geheimen. Also die Frau ahnt schon was, aber sie weiß nicht, dass wir uns treffen. Also ich sehe ihn einmal im Monat und telefoniere halt recht häufig mit ihm, ohne dass sie das mehr oder minder mitbekommt. Glaubst du wirklich, dass er die Frau liebt, wenn er die gar nicht gekannt hat? Und nein, also er ist mehr, sie wird auf ihre Weise liebenswert sein. Mhm. Er hat ja jetzt auch ein Kind mit ihr. Immerhin schlafen sie zusammen. Kinder gewünscht, wie? Immerhin schlafen die beiden zusammen. Ja, mein Gott, das ist ja für manche nicht so das Problem, aber scheinbar ist er, wie auch immer, wenn ich darüber nachdenke, dreht sich mir der Magen um und manchmal frage ich mich auch, was mache ich da eigentlich noch? So, also, jetzt läuft quasi eure Beziehung als geheime Beziehung parallel. Ja. Wie oft seht ihr euch? Ja, einmal im Monat. Einmal nur im Monat? Ja. Wohnt er in deinem Ort, in deiner Stadt? Nein, ich bin ja aus der gemeinsamen Stadt weggezogen. Wie du gerade gesagt hast, stimmt. Und bist du nicht mehr zurückgezogen? Nein.
Wie viele Kilometer wohnt ihr entfernt voneinander? 200 Kilometer. Oh ja, das ist natürlich dann. Und wie geht das dann? Kommt er dich besuchen? Oder wie? Also ich fahr dorthin, weil ich eben so lange dort gelebt habe, da auch Teile meiner Familie sind, Freunde sind und er kann nicht so ohne weiteres weg, das würde jetzt auffallen. Ja, und ihr trefft euch dann wo? Ja. In einem Hotel oder? Ja, im Hotel. Oh, das ist natürlich alles sehr unangenehm. Ja. Klar. Vor allem, wenn man vorher eine 7-jährige Beziehung miteinander gelebt hat. Ja, total. So ganz normal, ihr wart 7 Jahre richtig zusammen, ja. Habt ihr auch zusammen gewohnt? Ja, wir haben getrennte Wohnungen gehabt, aber waren quasi täglich zusammen, also ja. Quasi, er war auch in meine Familie integriert und also es ist eigentlich, ich komme mir vor wie in so einem ganz schlechten Film und allerdings, ja. Hab halt eine totale emotionale Achterbahnfahrt seitdem und war auch, oder bin wegen Depressionen in Behandlung und weiß manche Tage nicht, was mache ich da eigentlich, aber so recht loskommen tue ich auch nicht von ihm. Und wie stellt er sich das denn vor? Er ist jetzt verheiratet, hat ein Kind, da kommt vielleicht noch ein Kind. Seine Verwandtschaft, seine Freunde dürfen das nicht wissen, dass du noch da bist. Hat er nicht tierisch Angst, dass man ihn sieht zusammen mit dir irgendwo? Ja, es ist auch irgendwo total paranoid. Ja, also ich habe in der Stadt gelebt, ich habe da gern gelebt und wir bewegen uns da jetzt wie irgendwie, jemand, Leute, die eigentlich. Also ich habe das Gefühl, er liebt mich noch, ich liebe ihn auch noch, aber irgendwie wir bewegen uns da wie Leute auf der Flucht. Das ist total irre an sich. Wie stellt er sich das denn vor, wie das dann jetzt so weitergehen soll? Ja, er stellt sich irgendwie gar nicht vor. Er sagt auch oft, dass ihn die Situation überfordert. Er will einerseits nicht, dass es mir schlecht geht. Ihm geht es auch nicht besonders gut damit. Er hat auch meiner Meinung nach Depressionssymptome. Ihm geht es auch nicht wirklich gut. Andererseits genießt er die Situation jetzt auch, wie gesagt, da in gewisser Weise akzeptiert zu sein von seinen Landsleuten. Und Sabine, weißt du, was ich finde? Also die Situation, wie du sie geschildert hast bei ihm, finde ich schrecklich, dass das so gekommen ist. Ja. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Dass jemand wieder sein Gefühl etwas tun muss, was er eigentlich nicht tun würde wollen. So, das hat er jetzt aber getan. Ja. Und das muss man dann auch so akzeptieren. Mhm. So. Aber dann müsstest du eine Konsequenz daraus ziehen. Ja. Das müsstest du machen. Das musst du schon alleine deiner seelischen Gesundheit zuliebe tun. Mhm. Und auch deiner Selbstachtung wegen tun. Ja. Was führst du denn du da für ein äußerst merkwürdiges Leben? Da triffst du einmal im Monat heimlich deinen Freund, mit dem du 7 Jahre zusammen warst, irgendwo in einem Hotel. Ihr hastet und eilt durch die Straßen, damit euch das bloß keiner sieht. Mhm. Es hat offensichtlich überhaupt keine Perspektive, das Ganze. Raus aus der Beziehung, wenn das noch so traurig und schlimm ist. Aber je länger du das hinziehst, desto schwieriger wird es ja für dich. Ich will gar nicht den Schmerz kleinreden, der für dich damit verbunden ist, weil du offensichtlich diesen Mann sehr liebst. Aber was bleibt dir anders übrig, als sich auch zurückzuziehen? Ja, aber ich weiß... Du bist der Krumen, der vom Tisch fällt. Tja. Es ist... Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich kann ja nicht so tun, als ob er tot ist, als ob er nicht mehr da ist. Ich kann ihn nicht irgendwie ad acta legen und sagen, ich habe versucht zu ignorieren, dass er mir so wichtig ist. Und ich merke ja auch, ich frage ihn auch immer wieder, wenn er mich trifft, was suchst du denn eigentlich noch bei mir? Aber ich merke auch, dass er mit mir einfach mal reden kann, wie er nicht mit ihr reden kann. Er ist jetzt aus seiner Verpanzerung herauszukommen, ist ja für ihn noch viel, viel schwieriger als vorher. Wenn er vorher auf den Tisch gehauen hätte und hätte gesagt, nein, ich führe mein eigenes Leben, hätte ja vielleicht noch eine kleine Chance bestanden. Jetzt aber alles hinzuschmeißen, ist ja wahrscheinlich fast undenkbar. Es ist unmöglich. So. So, wenn du das so sagst, das ist jetzt unmöglich. Du bist doch nicht Mutter Teresa für ihn. Ja. Nee. Um ihm zu helfen, wie schlecht es ihm geht. Mein Gott, der hat es selbst zu verantworten. Ja, aber was heißt Mutter Teresa? Ich habe ja auch was davon, auch wenn ich weniger davon habe. Ja, aber letztendlich hast du nichts davon, Sabine. Letztendlich ist es für dich mit sehr viel Traurigkeit und Leid verbunden, das Ganze. Und es blockiert dein Leben elementar für irgendwelche anderen eventuellen neuen Lieben. Weil du nur an diesen Mann denkst, sondern an diese Situation. Ja. Ich weiß, das ist leicht dahergesagt. Mach du jetzt auch einen Schlussstrich. Aber ich weiß keine andere Lösung in dem Fall. Ich,
ich sag schon gar nicht mehr, dass du ihm von ihm verlangst, er soll alles hinwerfen. Das wird er nicht tun. Nee. Wenn er es vorher schon nicht getan hat. Also was bleibt da übrig? Ja. Der Rest, oder es geht dir noch nicht schlecht genug, dass du noch tiefer in den Frust reinrutschen musst, bis du sagst, okay, ich halte es nicht mehr aus, ich gehe. Es ist doch schon mal eine ganz gute Fügung, dass du da nicht mehr wohnst. Ja. Muss man ja auch, es ist vereinfacht. 200 Kilometer ist gut. Wenn der bei dir um die Ecke wohnen würde und du den jeden Tag sehen würdest, oder öfter sehen würdest, wie er mit seiner Frau und seinem Kinderwagen durch die Landschaft wandert, ist es ja noch viel schlimmer. Das war ja auch mein Gedanke, da wegzuziehen, aber ja. Ich merke trotzdem, dass ich mich jetzt, wie gesagt, hier in der neuen Stadt nicht wohlfühle und im Prinzip in Gedanken bei ihm bin. Und Er hat dich ja letztendlich verraten, das ist doch ja. So. Kulturelle Zwänge hin, kulturelle Zwänge her. Mhm. Er hat dich verraten. Mhm. Ja, da kann man dann tausendmal Verständnis haben für alles. Nee, dafür habe ich nicht wirklich verstanden. Also ich bin so. Ja auch sehr wütend auf ihn. So. Ich nicht. Ja. Konzentrier dich mal mehr auf den Zorn, den du hast, als denn auf die Wehmut und vielleicht die schönen Erinnerungen und was hätte alles sein können, wenn. Mhm. Ich kann dir nicht mehr dazu sagen, so hart das auch klingt. Ja. Raus. Also, wenn du es kannst, geh raus. Dann wirst du vielleicht viele Monate leiden wie Hund, aber dann hast du eine Chance, wirklich auf Distanz zu kommen. So bricht es immer wieder neu auf, wenn du ihn siehst. Hm. Tja. Sabine, mehr kann ich nicht sagen. Okay, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Von Herzen. Tschüss. Ja, tschüss. Birgit ist hier. Birgit ist 41. Guten Morgen. Ja, hallo, Jürgen. Birgit, schön, hallo, dass du Jürgen. Da bist. Hallo Birgit. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich jetzt mit dir verbunden bin. Das ist so toll. Ich gucke ganz oft deine Sendung und ich finde es klasse. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich sehe dich jetzt auf dem Bildschirm, aber der Ton ist natürlich weg. Ja, das ist auch zeitversetzt irgendwie ein bisschen. Ach, das ist klasse, dass ich dich mal spreche. Um was geht's denn? Ja, ich sag's mal ganz kurz. Ich versinke in meinem Dreck. Also ich bin 41 Jahre alt und bin seit 5 Jahren arbeitslos. Was hast du gemacht vorher? Ich habe ein sozialwissenschaftliches Studium und habe also in dem Beruf gearbeitet. Mhm. Und zwar bin ich seit seit 2001 häng ich rum. Und seit 2003 oder so bin ich arbeitslos. Mhm. Und also ich habe eine Einzimmerwohnung und ich war früher total sauber, penibel, alles kein Krümchen Staub oder so. Und jetzt lebe ich hier im wahrsten Sinne des Wortes im Dreck und in der Scheiße. Obwohl die Wohnung so klein ist? Na, das ist eine Einzimmerwohnung, 40 Quadratmeter, das geht. Und ich krieg's, und das Schlimme ist, mich stört's gar nicht mal. Und ich habe meinen Stolz verloren, ich schäme mich nicht mehr, ich habe mich seit Monaten nicht gewaschen, Zähneputzen ist auch ganz schlimm, kostet mich ganz viel Überwindung, und wenn ich rausgehe, na, da setze ich immer eine Mütze auf, damit man die fettigen Haare nicht sieht, und ich habe keinen Stolz mehr. Dann frage ich den, ja, kannst du mir 1,50 für ein Bier geben oder so. Von was lebst du denn? Von Hartz IV. Ja. Mhm. Von Hartz IV, und ich lasse mein Geld von einem Rechtsanwalt einteilen. Ab und zu kriege ich noch ein bisschen was von meinen Eltern zugesteckt. Du lässt es von einem Rechtsanwalt einteilen, warum? Weil ich selber mit dem Geld nicht, ich kann nicht mit Geld umgehen. Was würde geschehen, wenn man das dir überweisen würde und du hättest das dann plötzlich? Dann hätte ich vielleicht irgendwie am Ende des, weiß ich nicht, 15 Tage vor Ende des Monats kein Geld mehr. Für was würdest du das Geld denn ausgeben? Für Tabak und Zigaretten, für Tabak und für Alkohol. Ach so, das heißt, Alkohol spielt auch eine Rolle. Ja, ich habe ein Alkoholproblem. Alkoholikerin würdest du sagen, bist du? Würde ich nicht sagen, aber die Ärzte sehen das anders. Die Ärzte würden natürlich sagen, ich bin Alkoholikerin, aber... Gehst du noch überhaupt zum Arzt? Ja, ich nehme Antidepressiva. Und zwar erstmal Antidepressiva und dann Medikamente gegen Angststörungen. Das heißt, du bist in einer psychiatrischen Behandlung? Genau. Bei einem guten Arzt?
Ja, ich finde die nicht so toll. Also Wie lange bist du schon bei dem? Das ist eine Frau. Seit 4 Jahren oder so. Ja. Ohne jetzt Nias zu kennen, würde ich auch sagen, ist nicht so eine tolle Ärztin, so wie du dich jetzt schilderst und wie es dir zu gehen scheint. Nee, also ist auch du vermüllst in der Wohnung, du putzt nicht, es liegt ganz viel Dreck rum, du wäschst dich selbst nicht. Mhm. Stinkt es in der Wohnung? Wahrscheinlich ja. Naja, ab und zu, wenn es dann ganz doll ist, bringe ich mal den Müll runter, klar. Oh, hast du Ungeziefer in deiner Wohnung? Nein. Das noch nicht? Ja. Nein. Hast du noch überhaupt Freunde oder Bekannte? Ja, habe ich. Ich bin jetzt, seit ich arbeitslos bin, in so einem Kneipenfreundeskreis und die sind alle ähnlich so, die trinken auch und ich hänge da rum und da wird doof gequatscht und also das bringt eigentlich großartig weiter, weil man weil die alle das gleiche Schicksal haben. Ja. Ja, und weißt du, Jürgen, was jetzt für mich eigentlich so ein bisschen erhellend ist, ist, dass ich jetzt davon träume, wie ich meine Wohnung wieder aufräumen kann. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich habe mich hier wohlgefühlt. Im Gegenteil. Machst du denn auch schon was dafür, dass du sie aufräumst? Ich meine, 40 Quadratmeter. Nee, ich krieg's nicht hin. Wie verlebst du so deine Tage? Ich frag dich mal, wie lange liegst du im Bett morgens? Oder das mittags? Ist ganz unterschiedlich. Manchmal den ganzen Tag, manchmal bin ich morgens um 8 schon wach. Und wenn du dann so früh wach bist, was machst du den ganzen Tag? Naja, dann gehe ich irgendwie in eine Kneipe und trinke was. Ja, zum Trinken würde ich dich gerne auch noch mal was fragen. Du sagst, eigentlich fühlst du dich noch nicht als Alkoholikerin. Wie viel trinkst du denn so am Tag? Das kommt drauf an. Also ich würde mal sagen, durchschnittlich 4 halbe Liter Bier. Aber dann, immer, ne? Jeden Tag? Ja. Also 2 Liter Bier. Wie bitte? 2 Liter Bier. Genau. Das ist natürlich eine ganze Menge, ne? Wenn das jeden Tag so ist, würde ich sagen, ja, du bist eine Alkoholikerin. Ja, und das Schlimme ist, dass ich nehme ja, wie gesagt, habe ich ja gesagt, auch Tabletten gegen Ängste und Depressionen. Jetzt habe ich überlegt, weil ein Freund von mir, wir haben auch so geredet, die Antidepressiva, die dämpfen natürlich die schlimmen Sachen und die schneiden aber auch die Spitzen ab irgendwie. Und jetzt habe ich jetzt bin ich dabei, die gegen Antidepressiva mal zu halbieren und dann mal abzusetzen und mal sehen, was passiert. Und heute, das war irgendwie 2 Stunden oder so, da habe ich keine Leere gespürt, sondern so eine Traurigkeit. Mhm. Und mit so einer Traurigkeit kann ich natürlich viel besser umgehen als mit dieser Leere. Verstehe. Bei der Traurigkeit, da kann ich auch abwaschen oder sonst irgendwas machen. Ich würde gerne nochmal ganz zurückgehen auf den Beginn unseres Gesprächs. Da habe ich dich gefragt, was hast du früher beruflich gemacht? Da hast du gesagt, ich habe Sozialwissenschaften studiert. Also du bist ja Akademikerin. Ja. Und habe in einem... Naja, ein sozialwissenschaftliches Studium. Na, okay. Und du hast in einem entsprechenden Beruf gearbeitet. Du hast mir nicht konkret gesagt, in welchem Beruf. Das will ich jetzt gar nicht sagen, Domian, weil ich will mich nicht so outen. Ach so, um nicht erkannt zu werden. Ich verstehe. Ich verstehe. Dann hat das auch keine weitere Relevanz. Ich habe in einem Beruf gearbeitet, wo ich mit Menschen zu tun hatte und das hat mir auch großen Spaß gemacht. Hast du bist ja dann gerade in dieser Thematik, Psychologie, soziale Sachen, eine sehr reflektierte Frau. Ja. Wie erklärst du dir diesen fulminanten Absturz deiner Person? Genau das wollte ich noch erzählen. Also ich bin in der DDR aufgewachsen und da sagt man ja, dass dass die Kinder schnell aus den Windeln kommen. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, dass es sehr früh schon war. Ja. Also, das habe ich von einer Psychiaterin gehört, dass es also in der DDR eigentlich viel eher war und dass dadurch auch so Zwangsgeschichten aufgekommen sind. Die hatte ich auch.
die habe ich immer noch. Ich gucke dreimal, ob der Aschenbecher, ob also, da nichts mehr brennt, ob der Herd aus ist und so. Und dann war ich so wirklich so völlig zwanghaft. Es gab kein Krümeldreck bei mir. Naja, und dann so. Ist das komplett umgeschlagen. Genau, und es ist, denke ich mal, so eine Reaktionsbildung, dass ich jetzt, ich bin ins volle Gegenteil umgeschlagen. Es liegt hier wirklich, also es ist schlimm. Hattest du eine Partnerschaft in den letzten Jahren? In den letzten Jahren nicht. Nicht, aber früher mal ja. Ja. Länger mal? Na, die längste war 3 Jahre. War das eine gute Partnerschaft? Nein. Würdest du sagen, dass du in deinem Leben eigentlich mehr Unglück erlebt hast als schöne Zeiten? Ja. Absolut. Ich hatte eine scheiß Kindheit. Mein Vater hat mich geschlagen, meine Mutter hat mich verbal gedemütigt. Und weißt du, Birgit, was mir die ganze Zeit durch den Kopf schießt? Zwei Sachen. Einmal, eine sehr, sehr eloquente Frau ist das, mit der ich da rede, die klar die Sache sieht, die man erreichen kann, auch mit Worten. Und das Zweite, was mir durch den Kopf schießt, ist, diese Frau muss in eine Klinik. Diese Frau muss in eine Klinik. Der muss rundrum geholfen werden. Die schafft das da nicht alleine. Die muss auch weg von dieser Psychiaterin. Wenn man 4 Jahre dich so da leben lässt, hat man versagt als Ärztin. Punkt aus, kein Thema mehr. Ja, das denke ich auch, weil ich habe übrigens morgen, nur mal ganz nebenbei, habe ich einen Termin für eine Tagesklinik und da gehe ich auch hin. Oh, das ist ja schon mal interessant, das ist ja gut. Immerhin interessant, ne? Du rufst heute an, erzählst mir das, du gehst zur Tagesklinik, da formieren sich ja irgendwelche Kräfte, dass was geschehen soll. Das heißt, du bist erst 41. Das heißt, wenn ein entsprechender Wille da ist, kannst du ja dein ganzes Leben nochmal komplett rumreißen, das Ruder, und nochmal irgendwann neu starten, inklusive der Behandlung des Alkoholismus. Das hast du gerade so ein bisschen runtergespielt. Ich spiele das auch runter. Ja, ich halte das für ein großes Problem, ich sag's dir. Ich halte das für ein großes Problem. Ja, ja. Du stehst erst gut da, wenn du überhaupt keinen Alkohol mehr trinkst. Gar nichts mehr. So, und Tagesklinik ist vielleicht schon mal ein ganz guter Anfang, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Vielleicht wäre so ein richtig langer, ausgiebiger Aufenthalt in einer psychosomatischen, guten Klinik das Allerbeste, damit du wieder auf die Füße kommst, Mensch. Ja. Du hängst jetzt richtig in der Gosse. Ja, das muss ich dir so sagen. Nee, das klingt erschreckend. Nee, es ist auch wirklich so. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe weder Stolz noch Scham. Ja? Leute kommen auch her, Aber du hast noch Lebenswille und du hast auch noch eine Sichtweise. Du klingst nicht wie jemand, der völlig fertig ist, dem alles scheißegal ist. Nee, so klingst du nicht. Und vielleicht ist es auch interessant, wie du gerade das beschrieben hast, wenn die Medikamente abgesetzt werden, dass du mal ein bisschen zu dir kommst erstmal. Wobei ich da jetzt keine Ratschläge geben will, wie man das macht. Vielleicht muss man das vorsichtig machen und so. Aber interessant war schon, was du gerade gesagt hast. Ich spüre jetzt keine Leere mehr, sondern ich bin traurig. Mit Traurigkeit das war heute so für ein paar Stunden. Ja, ja. Da habe ich mich so wohl gefühlt. Musst du morgen mit den Leuten in der Klinik drüber sprechen, wie du das machen sollst. Ja. Bei entsprechender Behandlung käme dann auch wieder Schamgefühl und Stolz. Und vielleicht würde auch die Hoffnung genährt wieder auf ein besseres Leben. Was wäre denn ein Traum für dich von einem besseren Leben? Also es ist so, dass ich kenne jemanden und der will mich in seiner Firma anstellen, so im Sekretariatsbereich. Und ich vertraue dem auch und der sagt, naja, zurzeit kann er mich noch nicht bezahlen. Gut. Ja, das klingt alles ganz, alle Leute sagen hier, vergiss es und so, aber ich vertraue dem. Nee, ich sagte nicht. Okay, du vertraust ihm, dass das möglich sein könnte. Ja, weil ich treffe den ja ab und zu, der wohnt gleich bei mir um die Ecke. Das funktioniert nur, Birgit, wenn du radikal dein Leben aufräumst. Ich weiß, es ist doch ganz schlimm. Ich habe ganz gelbe Zähne und das ist so eine Scheiße. Und da sind ganz viele Baustellen bei dir, die man gezielt gleichzeitig angehen muss. Aber weißt du, Jürgen, was mir auch Mut macht, dass ich zum Beispiel drüber nachdenke, das habe ich jahrelang nicht getan. Mensch, mach dir doch deine Wohnung schön. Zum Beispiel, weißt du, wenn man morgens aufwacht, ausschläft, in die Küche geht, sich eine Kerze anmacht,
weiches Ei kocht, ja, für Tee oder Kaffee und so in einer aufgeräumten Küche, das ist doch was Schönes. Absolut. Und davon träume ich jetzt. Finde ich gut, aber du kannst die schöne aufgeräumte Wohnung vergessen, wenn du weiter säufst. Wenn du dich sonst weiter gehen lässt, kannst du die Wohnung auch vergessen. Das muss alles gleichzeitig angegangen werden. Aber ich kann immer nicht glauben, dass es immer nur von dem Alkohol abhängt. Nicht nur. Deswegen sage ich halt, das ist ein Mosaiksteinchen deiner Misere. Aber ein ganz gewichtiges. Mhm. Wenn du Alkoholikerin bist, kannst du alles vergessen. Alles. Ja, bloß ich wehre mich immer dagegen, dass alle sagen, ja, Alkoholiker, da wehre ich mich dagegen, weil vier Bier habe ich heute. Komm, lass uns das gar nicht aufrechnen. In deiner Situation ist jedes Bier zu viel, weißt du? Mhm. So, jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin auch sprichst. Ja. Ich bitte dich sehr darum, dass du es auch tust. Ja, das mache ich. Ja, einfach ein Infogespräch, was du wo wie anstellen könntest. Mhm. Und ich wünsche es dir wirklich von Herzen, dass du es schaffst, Birgit. Danke. Wirklich. Und dass du neu durchstarten kannst und wir vielleicht in einem Dreivierteljahr nochmal sprechen oder in einem Jahr und du sagst, ich bin die Birgit von damals und heute mache ich das und das. Das würde mich sehr freuen. Sehr. Ich rufe dich dann an. Würde mich sehr freuen, sage ich nochmal. Sage ich nicht nur so dahin, ich meine es ernst. Ja, ich weiß. Alles Liebe, alles Gute. Wir melden uns gleich wieder. Das heißt, ich werde jetzt nochmal angerufen. Genau, du legst auf und wartest ab, bis wir dich wieder anrufen. Ja? Danke, Jürgen. Tschüss. Und nochmal, ich finde deine Sendung klasse, ja? Sehr nett von dir, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema Unfallopfer. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die schon mal einen sehr schweren Unfall hatten, welcher Art auch immer. Auch mit Angehörigen von Unfallopfern oder mit Angehörigen, die einen Menschen, einen nahestehenden Menschen durch einen Unfall verloren haben. Und ich möchte auch gerne sprechen mit Unfallhelfern, Ärzten, mit Unfallassistenten, Krankenschwestern und so weiter und mit Unfallseelsorgern. Das ist unser Thema morgen, Unfallopfer. Ab 0 Uhr könnt ihr euch melden, wie immer, oder um 1 dann. Auch während der Sendung natürlich, sehr gerne. Herzlich willkommen, Nico. Moment. Nico, hallo? Ja, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Nico. Wie alt bist du? 24. Hallo? Ja, ich höre dich gut. Ja, und zwar, ich grüße alle Hooligans aus Hannover. Hallo? Ja, ich glaube, was willst du mit mir reden? Hallo? Ja, jetzt sage ich noch 10-mal Hallo. Über was möchtest du mit mir reden? Ja, über mein Problem. Ja, erzähl mal, um was geht's? Mit dem Grüßen, das legen wir erstmal nach hinten. Alles klar. Also, was ist das Problem? Und zwar, ich habe ein Problem, morgen ist ja die EM, also Deutschlandspiel. Ja. So, jetzt machen wir erstmal den Ton von dem Fernseher. Grüße an die Hannover Nordstadt, Hooligans, Antifa Hools, Hannover Nordstadt. Ich habe jetzt keinen mal verstanden. Nimm doch mal den Ton runter von deinem Fernsehen. Scheiß auf Braunschweig. Du willst gar nicht mit mir reden, ne? Ich glaube nicht. Dann hören wir das mal. Also, willst du mit mir reden oder willst du nicht mit mir reden? Du willst nicht mit mir reden, dann ticken wir dich raus. Dann geht es weiter mit Mirko. Hallo Mirko, 18 Jahre alt. Hallo. Du willst mit mir reden? Ja. Mirko, was geht's? Es geht um Folgendes. Und zwar, bei mir geht es im Leben sozusagen, also von meiner Seite aus nicht, nicht weiter. Also ich habe ich habe Fehler gemacht und mit denen ich heute nicht mehr klarkomme. Mhm. Also, du hast Fehler gemacht? Ja, die ich halt bereue und wenn jetzt jemand zu mir sagt, du hast einen guten Charakter oder so, kann ich halt nicht glauben, weil ich einfach... Also, eins nach dem anderen. Du hast Fehler gemacht, die du heute sehr bereust, sagst du. Genau. Was sind das für Fehler? Erzähl sie mir. Ja, also ich hatte früher eine gute Freundin. Also wir waren nicht zusammen. Mhm. Wir kannten uns schon jahrelang. Und dann, wie es halt manchmal so vorkommt, habe ich mich in die verliebt. Ja. Und dann hat sie abrupt die Freundschaft mit mir beendet. Mhm. Und natürlich habe ich mir jetzt vorgestellt, vielleicht kann ich damit nicht umgehen, aber sie hat mir halt keinen Grund genannt. Und ich wollte halt einfach nur den Grund wissen. Und bin halt vielleicht ein bisschen einfach mehr oder weniger ausgesetzt. Da habe ich halt öfters angerufen, öfters mal vorbeigegangen und sie mehr oder weniger in Anführungszeichen unter Druck gesetzt. Mhm. Und ja, dann es ging halt so weit, dass ihr Vater mich schon angezeigt hat wegen Stalking und so. Ja. Wie hast du sie denn versucht, unter Druck zu setzen? Geh mal ein bisschen näher ans Telefon und versuch mal ein bisschen deutlicher zu sprechen, dann geht's einfacher. Okay. Wie hast du sie versucht, unter Druck zu setzen? Ja, also ich habe halt einfach nur, ich habe angerufen ganz normal und wollte halt den Grund wissen. Mhm.
Und dann hat sie auch mehrmals gesagt, dass sie einfach nichts mehr mit mir zu tun haben will, aber nie den Grund genannt. Und ich konnte das damals nicht akzeptieren. Wie lange liegt das zurück, Nico? Also das mit der die Anzeige habe ich bekommen vor ziemlich genau einem Jahr jetzt. Mhm. Und ich habe das halt auch erst da realisiert, dass es überhaupt so viele Anrufe waren und SMS und alles und Partyfaces und Chatroom im Internet und alles, habe ich halt erst realisiert, als ich wirklich bei der Polizei schon saß. Und dann haben die mir halt auch gesagt, dass das Mädchen halt eben da gesessen hätte und schon am Heulen war, dass sie Angst gehabt hat und so. Ja. Das wollte ich ja nie wirklich. Ja. Ich bereue das jetzt auch. Was ist denn aus der Anzeige geworden? Ich musste 20 Sozialstunden machen. Wie sieht die Situation heute aus? Heute sieht es halt so aus, dass ich die halt immer sehr oft sehe, weil sie auch im selben Dorf wohnt. Ich wohne halt in einem kleinen Dorf, wo man sich halt immer ständig über den Weg läuft, sag ich jetzt mal. Mhm. Auch was Schulbus und sowas betrifft. Mhm. Und dass sie halt kein bisschen mit mir redet und sie auch gar nichts mehr von mir hören will, auch wenn jemand über mich erzählt oder so, halt alles komplett ignoriert und aus dem Weg geht. Man nimmt was mehr in die Augen sieht, wenn man aneinander vorbeigeht oder so. Und ich meine, natürlich akzeptiere ich das jetzt, weil ich ja weiß, dass es zu nichts führt, wenn man jetzt noch weiter dazu redet oder so. Aber das Problem ist halt einfach nur, dass ich damit selber nicht klarkomme, dass ich dann halt sehr bereue und dass ich auch einfach das Gefühl nicht loswerde, dass ich ihr nicht damit nicht nur früher Schaden zugefügt habe, weil ich damit gar nicht so mitgekriegt habe, mehr oder weniger, sondern dass ich glaube, dass es ihr heute immer noch vielleicht ein bisschen nachhängt, sage ich jetzt mal. Mhm. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass du viele Sachen, dass du etwas bereust, was dir leid tut. Ist das das Hauptproblem oder gibt es noch andere Sachen? Ja, das ist auf jeden Fall das Hauptproblem, weil mir halt einfach auch sehr viel an ihrer Freundschaft damals gelegen hat. Mhm. Und mir tut es einfach nur, dass ich so blind war, diese Sache Liebe vor die Freundschaft zu stellen, dass ich einfach blind war und das viel zu spät akzeptiert habe. Und jetzt ist halt so verfahren die Sache, dass ich genau weiß, dass das nie wieder gut wird. Aber mir tut es halt einfach, ich weiß nicht. Ja, dich plagt natürlich das schlechte Gewissen, ist mir schon klar. Ja, und deswegen, ich habe seitdem in der Schule auch gar nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ich war auf einer Realschule gewesen im 10. Schuljahr. Dann kam die Sache da, ich hatte davor ein Zeugnis von 2,4 gehabt. Dann bin ich auf 3,6 runter, bin jetzt 10 sitzen geblieben, habe die zweite 10 wiederholt, habe ich abgebrochen. Dann bin ich, ein Jahr lang habe ich gar nichts gemacht, weil ich einfach mich nicht aufraffen konnte. Und dann habe ich jetzt wieder BF1 gemacht, für halt die Realschule nachzumachen. Da habe ich auch den Abschluss nicht geschafft, habe 4,7. Weil dich diese Sache so sehr beschäftigt immer. Ja, ich weiß, Freunde von mir sagen auch, die können das nicht verstehen. Ich kann es selber irgendwie nicht verstehen, aber ich kann es auch nicht abschalten. Ich war schon bei. Hast du dich denn damals während dieser Anzeige oder im Rahmen dieser Anzeige mal entschuldigt bei dem Mädchen? Ja, habe ich gemacht, mehrmals sogar. Mehrmals, okay. Ja. Dann glaube ich, Mirko, hast du alles getan, was man tun kann. Ja. Und alles, was du jetzt tun würdest, wäre absolut falsch und würde die ganze Sache nochmal von vorne aufrollen und nochmal verschlimmern. Jeder macht mal Scheiße im Leben. Jeder. Ja. Das hast du jetzt auch gemacht. Du hast es eingesehen, du hast eine Strafe dafür bekommen und du hast dich entschuldigt. So. Und nun ist auch gut. Nun solltest du einen Strich unter die Sache ziehen und das Mädchen wird es wahrscheinlich schon längst getan haben. Die ist froh, dass sie von dir in Ruhe gelassen wird. Dass dir das leid tut, glaube ich dir, aber nun ist auch gut. Du musst dir das noch nicht 10-mal erzählen, dass es dir leid tut. Du hast es einmal gesagt. Ja. Jetzt müsstest du, weißt du, du kannst dich dann natürlich jetzt auch in einer Weise reinsteigern, wie du das jetzt gerade tust, um in der Hoffnung, dass dein Gewissen noch mehr erleichtert wird. Du hast dich entschuldigt, du hast deine Strafe bekommen und den Rest musst du mit dir klar machen, musst du mit dir auskommen. Das ist nun mal geschehen. Aber jetzt lass mal in Gedanken los von der Geschichte. Du hast ja schon gesehen, wie sehr die dir geschadet hat. Ja. Das ist doch furchtbar, wenn du deinen Schulabschluss deshalb riskierst. Jetzt stellen sich ja Weichen für dein ganzes Leben, wenn du jetzt nicht richtig funktionierst. Wegen so einem Quatsch, den du da gemacht hast. Mhm. Ich meine, es gibt viel schlimmere Dinge, die man machen kann, wenn man jung ist. Du hast kein schweres Verbrechen begangen. Das ist auch übel, was du da gemacht hast. Ja, gut, aber nun ist aber auch die Sache erledigt. Ja. Ja, ich war auch schon bei Psychiatern, bei drei verschiedenen. Aber ich weiß nicht, die haben dann immer so gemeint, von wegen,
dass das nicht das Hauptproblem wäre, sondern dass die haben dann immer auf die Scheidung meiner Eltern bezogen, aber das ist 6 Jahre her, das hat damit nichts zu tun. Danach war ich aber noch gut in der Schule und alles Mögliche. Und mein Vater sich oft genug noch. Und deswegen, die haben mir dann nie wirklich richtig, die haben mehr von dem Thema da abgelenkt und haben halt gemeint, ich hätte das und das Problem. Also die haben dieses Hauptproblem gar nicht so ernst genommen. Genau. Ja, Merkur, dann ist es an dir, dass du das in die Hand nimmst. Ja. Du bist zwar ein junger, aber ein erwachsener Kerl. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, in tausend Sachen. Das kann in Liebesgeschichten sein oder in sowas, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass man sich immer und immer wieder reinsteigert und reindenkt. Oder dass man für sich auch mal eine Entscheidung fällt, jetzt werde ich die Sache auch loslassen. Jetzt will ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Und dass man sich selbst auch verbietet, sich damit in Gedanken zu beschäftigen. Das Mädchen wird dich nicht mehr grüßen, dann grüßt ihr euch eben nicht. Die Sache ist kaputt. Ja. Damit musst du leben. Aber guck nach vorne und guck nicht, du guckst ja ständig nach hinten. Du guckst ja gar nicht mehr in die Gegenwart und nicht mehr nach vorne. Ja, genau, das ist nämlich mein Problem. Ja, und da musst du gegensteuern. Das schafft man auch. Da kannst du schon in dem Moment gegensteuern, wie ist die Situation jetzt gerade mit der Schule? Ja, das Schuljahr ist halt Freitag wieder vorbei, das Jahr, und ich darf nicht wiederholen und habe halt jetzt meinen Hauptschulabschluss mit 3,3, weil er noch zählt von der Realschule, wo ich dann auf der Realschule den Hauptschulabschluss gemacht. Okay, du hast Hauptschulabschluss 3,3. Ja. Und musst jetzt noch ein Jahr wiederholen, um Realschulabschluss zu kriegen. Ja, da darf ich jetzt nicht mehr, weil das Zeugnis halt zu schlecht gewesen mit der 4,7. Ach so. Und deswegen darf ich auch nicht wiederholen. Das heißt, im Moment mache ich gar nichts. Ich habe Bewerbung am Laufen, aber bis jetzt noch nicht wirklich was zurückgekommen. Okay, das heißt also, mit der Schule geht das nicht weiter im Moment? Genau. Das heißt, du müsstest jetzt eine Lehre machen am besten? Ja. Und wenn du dann irgendwann Bock hast, dich auf einer, dass du vielleicht auf einer anderen Art, auf irgendeinem anderen Weg den Realschulabschluss nachholst? So abendschulmäßig. Sowas, ja. Ich würde meine ganze Energie an deiner Stelle, Mirko, da rein pumpen, jetzt eine Ausbildung zu kriegen. Vielleicht sogar auch irgendwo außerhalb von eurem Ort, wenn das irgendwie geht. Ja. Denn das ist ja auch, wäre auch gar nicht so falsch, wenn du dieses Mädchen gar nicht mehr sehen würdest. Ja, ich hatte nämlich auch überlegt, ich habe mit meinem Vater schon gesprochen, weil er wohnt auch 200 Kilometer weit weg, ob es da in der Nähe was gäbe. Und da habe ich mich auch in der Nähe von meinem Vater beworben. Perfekt. Weil das nämlich die Gedanken hatte ich nämlich auch schon gehabt, einfach mal hier weg, mal ganz neu anzufangen. Genau. Ja, da wissen auch alle Leute Bescheid, wo du da wohnst, dann kommt man sich auch ein bisschen blöd vor und jeder kennt die Geschichte von damals und so weiter. Ja. Weggehen ist immer gut, vor allen Dingen, wenn sich eine Sache verfahren hat. Ja. Meinst du schaffst das? Du könntest das schaffen? Die ersten Monate werden zwar schwer werden, aber man muss wohl durch irgendwie. Ja, ich meine ja auch so, was ich gerade gesagt habe, dass du so in Gedanken dagegen steuerst und dich immer nicht wieder da rein denkst und vertiefst. Ja, ich werde es versuchen müssen. Ich meine, es führt ja wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. Das ist deine einzige Chance, glaube ich, da rauszukommen. Weil sonst. Ich meine, du hast jetzt schon was Bitteres erlebt. Du hast dir den Realschulabschluss versaut wegen der Sache. Ja. Das ist schon ein heftiger Schuss für den Bug, den du dir selbst gesetzt hast. Ja. So, sowas darf auf keinen Fall nochmal passieren. Ja. Es ist noch gar nicht alles, es ist nicht zu spät. Jetzt kannst du, wenn du jetzt richtig dich auf den Arsch setzt, kannst du schaffen. Mhm. Mirko, okay? Ja. Dann wünsche ich viel, viel Erfolg und gutes Gelingen und viel Kraft dafür. Danke. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war's für heute. In der Technik Annette Bastian und morgen, wie gesagt, heißt unser Thema Unfallopfer. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die einen schweren Unfall erlitten haben, mit Angehörigen, die einen Menschen durch einen Unfall verloren haben, Unfall welcher Art auch immer, und gerne auch mit Rettungskräften und mit Unfallseelsorgern. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen, wie immer. Die Leitungen sind geschaltet, kostenfrei für euch. Und um 1 sind wir hier. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.